Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, Sie können sich alle daran erinnern, dass in den letzten Wochen immer wieder durch die Medien gegangen ist, dass jedes siebte Kind in Mecklenburg-Vorpommern, was eingeschult wird, fettleibig ist. Das heißt, wir haben mit diesem vorliegenden Antrag ein Thema beackert, was unglaublich wichtig ist und was vor allen Dingen eine Querschnittsaufgabe ist. Denn wenn man sieht, welche Bereiche eigentlich dieses Thema alle betrifft, dann ist es sowohl der Bereich Schule als auch der Bereich, der im Sozialministerium liegt, und natürlich auch der Bereich unseres Lebensministers von Dr. Backhaus. Insgesamt, was haben wir hier eigentlich aufgeschrieben als Koalitionsfraktion, werte Kolleginnen und Kollegen? Es geht darum, zum einen einmal Bilanz zu ziehen und zu sagen, ja, das, was hier in diesem Land in den letzten Jahren passiert ist, nämlich dass ganz aktiv auch in Ernährungsbildung investiert wurde, das ist richtig gewesen, das war auch wichtig, da wollen wir weitermachen. Und ich möchte nur ein paar wenige Projekte nennen, die da hervorzuheben sind. Das ist einmal das Schulgartenprogramm, was wir haben. Es gibt die vielen Kooperationen im Bereich der Ganztagsschulen, die sich auch mit Kleingärten zum Beispiel beschäftigen. Wir haben das EU-Schulernährungsprogramm, was wir unterlegt haben mit einem pädagogischen Begleitkonzept, was durch den Landesbauernverband und den Landfrauenverband begleitet werden. Es gibt den AID-Ernährungsführerschein, den die Landfrauen an den Schulen machen. Und es gibt nicht zuletzt auch das Engagement der Vernetzungsstellen für Kita- und Schulverpflegung, der Verbraucherzentrale oder der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Es ist natürlich wichtig, dass wir auch diese Vernetzungsstellen, Kita- und Schulverpflegung, als ganz wichtigen Bestandteil in der Ernährungsbildung auch weiterhin nutzen und unterstützen, weil sie sind in der Regel erste Ansprechpartner auch für Lehrende, für Kita-Leitungen und so weiter und so fort, um zu schauen, okay, welche Punkte sind eigentlich wichtig, um darauf zu achten, dass die Kinder bei uns hier im Land nicht nur gesund und vollwertig, sondern eben auch ihren Bedürfnissen entsprechend ernährt werden. Weil es ist natürlich ein Unterschied auch, ob ich jetzt einfach, ich sag's mal ein bisschen salopp, irgendwie mein Essen auf dem Teller geknallt bekomme und im Keller womöglich essen muss und das alles innerhalb von 10 Minuten. Oder ob man sich wirklich auch als Leitung einer Schule oder eines Kindergartens damit von Grund auf auseinandersetzt und sagt, okay, Essen ist im Tagesablauf wichtig, das ist wie in der Familie auch, es muss ein wichtiger Ankerpunkt sein und deswegen beschäftigen wir uns damit besonders. Was in den Beratungen des Agrarausschusses hervorgegangen ist, und das ist auch das, was wir an vielen Stellen immer wieder hören, ist eben dadurch, dass wir die Verpflichtung haben im Kindertagesfördergesetz, dass eben Kindertagesstätten sich oder dass Ernährung bei Kindertagesstätten integraler Bestandteil der Konzepte sein muss, dass die Kitas sich schon sehr gut mit dem Bereich Ernährung auseinandersetzen, da sehr viel tun und sie sind ja auch verpflichtet, eine Ganztagsverpflegung anzubieten. Bei den Schulen sieht das leider nicht so rosig aus. Viele Elternvertretungen schildern eben, dass Schulleitungen zwar möglicherweise, wenn es gut läuft, noch irgendwo ein Mittagsangebot bereitstellen, aber die Qualität schwierig ist, die Essensbedingungen, die Pausenzeiten und so weiter und so fort. Das heißt, am Ende leidet dann nicht nur vielleicht der Tagesablauf drunter, sondern am Ende wundert man sich dann auch zu Unrecht, warum dann entsprechend diese Mittagsverpflegung nicht angenommen wird. Weil ich glaube, auch niemand von Ihnen möchte in einem dunklen Raum innerhalb von 10 Minuten aus Assietten sich schnell irgendwie was schon 5 Stunden, sage ich jetzt mal überspitzt, irgendwo in einem Warmhaltebehälter war, reinpfeifen. Aber auch diese Beispiele haben wir leider in Mecklenburg-Vorpommern. Und da sollten wir gemeinsam aktiv etwas gegen tun. Wie kann man das machen? Unter Römisch 3 des Antrages haben wir ein paar Dinge aufgelistet. Natürlich ist es auch Aufgabe der Landesregierung, in den eigenen Kantinen da eine gewisse Vorreiterrolle zu machen oder zu spielen. Das darf man wohl erwarten. Das heißt, natürlich soll dort auch der DGE-Qualitätsstandard, wie er formuliert ist, eine Rolle spielen. Wir wollen auch weiterhin, dass die Vernetzungsstellen der Kita- und Schulverpflegung unterstützt werden, in welcher Form auch immer. Das kann finanziell sein, so wie jetzt auch. Das kann organisatorisch sein, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter und so fort. Da gibt es also eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie hier dann tatsächlich auch Frau Hallbrügge und Herr Arndt in ihrer Arbeit unterstützt werden können. Dann, das ist ein Thema, was von Bundesseite auch kommt. Der Bund regt an, dass eben diese Vernetzungsstellen für Verpflegung in der Gemeinschaftseinrichtung eben nicht nur für den Bereich Kita und Schule eingerichtet werden sollen, wenn man sie denn noch nicht hat, sondern auch für den Bereich Seniorenverpflegung. Da denken wir, es ist ein richtiger Ansatz zu sagen, okay, gemeinsam mit den Pflegekassen und Trägern von Pflegeeinrichtungen muss man schauen, wie sinnvoll es ist,
das dann auch hier in Mecklenburg-Vorpommern umzusetzen. Da gibt es eine entsprechende Finanzierung, nicht zu 100%, aber zu einem großen Teil dann auch vom Bund, die sicher ist, die also zugesagt ist, sodass also auch das, denke ich, eine sinnvolle Möglichkeit hier ist, wie wir Gemeinschaftsverpflegung hier in Mecklenburg-Vorpommern verbessern können. Punkt 4 von Römisch 3 ist, das hatte ich eingangs gesagt, es nützt alles nichts, wenn wir ein gesundes Essen haben, wenn man keine Zeit hat, das Essen vernünftig einzunehmen. Das heißt, auch hier ist der Auftrag an die Landesregierung, seine Schulleitungen und seine Lehrerschaft entsprechend zu sensibilisieren, dass es nicht nur darum geht, dass man einen Raum bereitstellt, wo man schnell Essen einnehmen kann, sondern es muss großzügige Pausenzeiten geben. Das Auge ist mit, also es sollte schon so sein, dass das Essen dann auch auf den Teller gefüllt wird und nicht aus irgendwelchen Aluschälchen gegessen werden muss. Und Essen sollte man auch zelebrieren, so sehe zumindest ich das und meine Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion auch. Essen ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Tages und eben mehr als einfach nur Kalorien in sich hineinzubringen. Punkt 5 unter Römisch 3 ist das, was natürlich dann der konsequente Schritt ist. Wir haben im KIföG die Formulierung, dass sich die Gemeinschaftsverpflegung oder das Angebot der Gemeinschaftsverpflegung an den geltenden Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung orientieren soll. Analog dazu wollen wir entsprechend auch eine Formulierung im Schulgesetz etabliert wissen. Weil natürlich ist es so, wenn überhaupt nichts in einem Gesetz steht, dann ist es auch immer die Möglichkeit der Leitungen, der Schulen zu sagen, naja, Verpflegung ist jetzt gar nicht meine Aufgabe hier an der Schule und deswegen brauche ich mich auch darum nicht bemühen. Und ich erlebe an vielen, vielen Stellen, dass auch Elternvertretungen das Problem haben, dass sie sich da entsprechend nicht genug angehört fühlen durch Schulleitungen. Von daher ist es unser Ziel, das zu verankern. Und dann soll natürlich auch über die Maßnahmen, die die Landesregierung einleitet, auch dem Agrarausschuss, der dann zuständig ist, Bericht erstatten. Und nur damit wir uns nicht wieder falsch verstehen, wie das gestern schon mal war, da gucke ich mal so ein bisschen, aber Herr Borsch ist gerade gar nicht da. Ich weiß gar nicht, wer von Ihnen dazu redet. Herr Wild grinst mich immer schon so an. Also es geht nicht darum, und da gehe ich auch gern auf den Einwurf von Herrn Weber ein, der schon gleich wieder anfing mit grüner als die Grünen. Es geht nicht um Veggie Day, es geht nicht um Umerziehung in Richtung vegane Ernährung oder wie auch immer, sondern wenn man sich mal anguckt, was sagt der Standard der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für Mittagsverpflegung, wenn man sich mal so einen Monat anschaut, da geht es darum, dass es jeden Tag eben eine entsprechende Sättigungsbeilage aus Getreide oder Kartoffeln beispielsweise gibt, dass es jeden Tag auch Gemüse oder Salat geben soll. Und dass es eben einmal in der Woche Fleisch geben soll, einmal in der Woche Fisch. Es soll natürlich auch Milchprodukte geben und so weiter und so fort. Also eine vollwertige, ausgewogene, gesunde Ernährung. Und warum ist das so wichtig? Weil Bildung beginnt von Anfang an und es nützt überhaupt nichts, wenn wir den Kindern theoretisch erzählen, worauf sie irgendwann mal achten sollen, wenn sie dann auch so weit sind, dass sie auch selber ein bisschen Einfluss nehmen können. Sondern wir müssen es ihnen auch vorleben und wir müssen ihnen auch die Möglichkeit geben, das in der Gemeinschaftsverpflegung dann auch tatsächlich so anzunehmen. Und da ist dieser Antrag einfach nur der logische und konsequente Schritt. Das alles, was wir in den letzten Jahren an Vorarbeit geleistet haben, mit vielen, vielen Partnern, die an den Schulen unterwegs waren und auch in den Kindertagesstätten, dann auch entsprechend hier vernünftig mit dem Schulgesetz und an den Schulen zu etablieren. Herzlichen Dank. Das Wort zur